Willkommen zurück zu Mario & Luigi Dream Team. Wir sind auf der Suche nach den Seepferdchen und haben im letzten Part schon zwei gefunden und sehr helle sind die nicht. Okay, da oben ist ein Attackenfragment, aber ich weiß nicht genau, wie ich da rankomme. Oh, Moment, jetzt weiß ich's. So, Moment. Gut. Zwei fehlen noch. Moment, mal sehen, ob ich sie auf der Karte finden kann. Eins sehe ich auf der Karte, aber das andere nicht. Obwohl, ich weiß schon, wo wir nach den letzten ein oder zwei Seepferdchen suchen können. Genau. Denn da ist ja rechts noch ein Weg, wo ich, vor ein, zwei Parts zwar lang wollte, aber dann wollte ich doch den anderen Weg gehen. Und da ist wahrscheinlich die letzte Traumzone. Gut, ich bin ja schon hier. Da ist auch ein Attackenfragment. Genau. Hier ist die Traumzone, wo Peach drin ist. Genau da. Da steht auch Totsworth davor. Und hier kommen wir noch nicht durch. Dahinter ist aber das Attackenfragment und diesen Weg. Da habe ich ja schon einen Shy Guy erledigt. Ein Fly Guy. Gut, und hier ist noch das letzte Attackenfragment. Diese Stelle da. Ich spüre eine starke Aura, die von dort ausgeht. Mario, beeilen wir uns. Gut, da ist die letzte Traumzone. Okay, aber da hinten ist auch noch was. Was haben wir hier? Ein 1-Up-Pilz Deluxe. Ah, den können wir brauchen. Gut, oh je. Keine Muschelkämpfe. Eieieiei. Okay, aber da oben ist doch auch noch was. Komme ich da etwa rein? Okay. Ah, eine Bohne. Die können wir gebrauchen. Und okay, wie komme ich denn hier jetzt weiter? Na toll. Ich hasse diese Muscheln. Die Attacke geht noch so, aber es gibt ja noch eine Attacke. Ein Glück, sie machen es nicht. Und so oft wie möglich kontern. Damit sie die Attacke nicht machen. 10-mal ausgewichen, 11. Gut. Gut, die müssen schnell weg. Ein Glück, sie machen die Attacke nicht. Vielleicht kennt ihr sie. Und oh, die ist schon erledigt. Das ist gut. Oh ja, das ist sie. Woher weiß man, wie man da ausweichen soll? Ich weiß es nicht, ich check's nicht. Nennt mich blöd, aber naja. Ich weiß echt nicht, wie es geht. Bonushammer! Toll! Gut, aber hier... Oh, da ist auch schon das Rätselslösung und eine Bohne. Nee. Gut. So. Okay. Nö, falsch. Gut. Aber hier ist auch noch was. Und laut Karte, genau, ist es auch ein Attackenfragment. Ein einziges fehlt noch. Gut, kommt das Ding nochmal? Ja, tatsächlich. Na toll. Gut, und hier brauchen wir den Bohrer. Und hier.
Ah, ich verstehe. Jetzt brauchen wir da den Bohrer und gegen die Muschel will ich nicht kämpfen. Gut. Jetzt kommen wir auch da durch. Ist hier noch was? Yep, was haben wir hier? Ein Frischwurz und Münzen. Nehme ich natürlich alles mit. Und da links ist wahrscheinlich ein Durchgang. Okay, hier haben wir auch noch eine Verbindung. Aber da drüben? Kommen wir jetzt von der anderen Seite, können die Felsen zerschmettern und hier müsste das Attackenfragment sein. Und ein Kiso? Gut, was haben wir? Bomben-Derby? Was ist das denn? Okay. Okay, wollen wir sehen. Ob ich das kann. Ich verstehe, die explodieren in Luigis Hand, wenn ich zu langsam bin. Okay, nochmal. Okay, geht mir ein bisschen zu schnell, das Explodieren. Aber ich versuch's einfach nochmal. Okay, sie sind nicht in Luigis Händen explodiert, aber naja. Okay. Ich versuch's ganz einfach nochmal. Ja bitte, diesmal habe ich's geschafft. Toll. Und ich versuch's gleich nochmal. Schade, die letzte Bombe habe ich nicht erwischt und warum ist das Exzellent jetzt wieder auf Null? Ach ja, ja blöd. Einmal versuche ich es noch. Ach übrigens, falls gerade ein lautes Geräusch zu hören war, es ist gerade ein Traktor an meinem Haus vorbeigefahren. Vielleicht hat man das gehört. Gut, aber ein Kiso? Ich dachte, hier gibt es nur Traumzonen. Aber den wollen wir natürlich retten. Gut, wollen mal sehen. Oh, da oben ist schon einer. Ja, über mir. Aber ich vermute, da gibt es eine Verbindung. Ich meine, ein Albtraumsplitter ist über mir und oh je, Lakitos. Die waren ja schon im letzten Part nervig. Und wie der Zufall will, trifft er mich. Gut. Ah.
Gut. Ich mach's wie im letzten Part, ich überroll alle. Der Lakito haut ab und ein Superbonbon. Das kann man bei den starken Gegnern hier gebrauchen. Gut. Da geht's weiter. Aber da geht's auch weiter. Hopp, schnell weg. Okay, oh, da geht's auch lang. Aber ich würde sagen, ich gehe nach rechts, denn da komme ich wahrscheinlich zu dem Albtraumsplitter, den ich da am Anfangbereich oben gesehen habe. Genau. Ist da auch noch was? Yep. Ein, was war das? Greenhorn-Handschuh, wenn ich richtig gelesen habe. Gut. Bye bye, Lakito. Okay, Karte. Okay, ein Albtraumsplitter ist oben, einer unten. Gut. Okay, Lakitos. Eieiei, der ist unten. Aber Münzen sind auch nicht schlecht. Ich will doch nicht kämpfen. Okay, ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig gemerkt. Ich will, dass sie die andere Attacke machen. Die war leichter. Okay, einfach plattwalzen. Wie eine Dampfwalze. Genau. Wie Rollo. Kennt ihr den aus Bob der Baumeister? Und Level Up! Wann kriege ich denn einen neuen Rang? Als nächstes müsste, wenn es wieder in Abenteuer Bowser so ist, müsste jetzt der Insignienrang kommen. Okay, Angriffskraft erhöhe ich. Ist jetzt 100. Gut, und das war's auch schon. Meine Aura strahlt, weil sie wieder frei ist. Seid bedankt. Gern geschehen, mein lieber Kiso. Aber der war ja optional und... Ach ja, das wollte ich ja noch machen. Ich wollte dem guten Mario einen Superpilz geben. So, voll aufgefrischt. Gut. Ist aber der erste Kiso hier. Ja, hier hat man eher mehr auf Traumzonen als auf Kissos spezialisiert. Gleich in die nächste Traumwelt. Gut, ich hoffe, mein Akku hält das durch, denn der ist schon wieder auf Rot. Tja,
ganz schön oft in meinem Let's Play, aber ich spiele auch lange, weil es mir so Spaß macht. Okay, da ist eine Röhre oben. Gut, und kommt jetzt hier wieder dieses Gravitationsendergerät, was wir ja schon im letzten Part hatten. Gut. Das ist jetzt komisch. Komme ich da vielleicht doch rauf? Ja. Okay, aber hier komme ich nicht weiter. Ich gehe mal in die Röhre. Au! Das wieder. Falsch. Ich wollte das machen. Ah, verstehe, so werden die Dinger runtergefahren. Ja, runtergefahren. Klingt jetzt so, als würde man einen Computer abschalten. Gut. So. Hopp. Na bitte. Nur toll, runterquallen. Gut, ich guck auf. Oh, da ist es schon. Hallo, wir sind auf der Suche nach einem Traumei. Hallihallo, wie geht's euch, Leute? Du bist doch garantiert Mario, oder? Sabine oder vielleicht lieber Fräulein Sabine oder Sabinchen, egal. Also mein Bruder Samuel hat mir schon gesagt, dass ihr bald kommt. Also habe ich ein total süßes Traumei für euch vorbereitet. Fantastisch, dann könntest du es uns sicher gleich... Oh Nanu, oh wartet mal Jungs, ich glaube meine falschen Wimpern haben sich gerade verabschiedet. Und jetzt muss ich mich natürlich erst einmal neu schminken. Dauert nicht lange, maximal eine Stunde. Na großartig, mein Akku hält nie zu lang durch. Wow. Also gut, ich glaube, ihr braucht das Traumei wirklich dringend, oder? Aber glaubt mir, in einer Stunde könnte ich aussehen wie ein Unterwasser-Supermodel. Oh, wirklich? Dafür wartet man doch gern mal eine Stunde, oder? Moment, ihr meint also alle, ich sehe auch ohne falsche Wimpern aus wie ein Supermodel? Meint die das ernst? Hey, Kissen! Ja, du, sag mir, sag, ich bin ein Supermodel oder das Traumei könnt ihr vergessen. Na, nett. Ich, du willst, dass ich das sage? Sabine ist auch... ohne Make-up und falsche Wimpern von der Supermodel. Sag's schon. Sabine ist auch ohne Make-up und falsche Wimpern von der Supermodel. Ich höre nichts. Sabine ist auch ohne Make-up und falsche Wimpern von der Supermodel. Lauter! Sabine ist auch von der Supermodel. Ah! Oh, meinst du wirklich? Du findest mich echt hübsch. Ich hab's gesagt, oder? Können wir jetzt das Traumei haben? Ich bin mir nicht sicher, ob du es auch... naja, ob du es ehrlich gemeint hast, aber zumindest warst du sehr laut. Zeit für euer Traumei, bitteschön. Na bitte. Das sind schon drei, glaube ich. Fantastisch! Endlich haben wir alle drei Traumeier. Ich denke, wir sollten zurück in die Traumwelt Nummer 1 gehen zu Samuel und der Prinzessin. Wisst ihr was? Das nächste Mal treffen wir uns, wenn ich etwas besser vorbereitet bin, ja? Für jemanden, der mich für ein Supermodel hält, verhältst du dich wirklich wie ein echter Eisklotz.
Weißt du, manchmal träume ich von dem heißen Ritter auf dem weißen Pferd, der kommt, um mich zu retten. Dieser Ritter ist natürlich das absolute Gegenteil von diesem seltsamen Kissenprinzen, den ich in meinem Traum kenne. Ein tiefsinniger Traum, oder? Ja, total bedeutsam. Ach ja, ist doch egal. Hört mal her, Jungs. Ich weiß, es ist doch auch. Ihr denkt, dass ich total nerve, oder? Ja. Ist mir aber auch egal, weil ich heute Abend tanzen gehe. Puh, die war ganz schön anstrengend. Ja, das stimmt. Und mein Akku hat zum Glück durchgehalten. Gut. Zeit zu verschwinden. Gut, ich würde sagen, da der Party jetzt schon schön lang ist und der Akku nicht mehr lang durchhaltet, würde ich sagen, bis zum nächsten Part und tschüss.